Yes, nice. Das ist ein aggressiver Start. Ups. Ach so, bin dumm. Die haben ja... Oh mein Gott, die haben ja Vigilance. Hallo und grüß euch, herzlich willkommen zu einem neuen Draft-Video, einem Draft-Kaltheim, den ich heute wieder spiele, an diesem Freitag. Und ja, ich habe auch die Tierliste von Solaris wieder mit dabei, die verlinke ich euch dann nachher wieder in der Videobeschreibung, die verwende ich auch ganz gerne. Und ja, schauen wir halt mal, noch eins, wenn euch das Video gefällt und mein Kanal auch taugt oder so, lasst mal bitte doch einen Daumen hoch da und gebt mal. Und abonniert mich, ja. Ansonsten starten halt, gehen wir in die Queue, nehmen uns einen Token und draften halt ein bisschen, picken wir ein paar Karten. Und wenn die Queue voll ist, gibt es dann fast vorwärts. So, das passt. Dann bis gleich. So, das ist das fertige Deck. Ich hoffe, das wird uns ein paar Siege bringen. Wir werden einmal schauen. Und ja, wir sehen uns gleich zur ersten Starthand. Bis gleich. So, Winter Game Share ist unser erster Gegner. Unsere Starthand ist, ja, sehr rotlastig, würde ich jetzt einmal sagen. Aber ich darf zuerst anfangen. Ich behalte die Hand auf jeden Fall, weil... Eigentlich Mana kosten. Gibt es irgendwas zum Verteilen? Nein. Gibt's nix. Schmeiß mal ein rotes ab. Wir kriegen noch einmal ein rotes Mana. Ja, schade. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Du kannst bezahlen, um eine Kreatur aus deinem Friedhof ins Exil zu schicken. Keine Ahnung, was das bringen soll. So, und die ersten 15 Schaden sind drinnen.
Yes, nice. Das ist ein aggressiver Start. Nix geht. Der feige Hühner kann nicht alleine blocken. Mana war halt noch cool. Und zwar ist er oder ein. Achso, warte mal, shit. Ich hätte vielleicht den Riesen spielen sollen, ja? Ah, das macht nichts. Du kannst eine Basis bis zum Ende des Zug plus 1 der höchsten Stärke. Okay. Bam, nochmal 5 rein. Der Arne ist cool. Eine Hornbraue. Jawohl, erster Sieg, coole Sache. Was? Schnelles Match. Gefällt mir schon. Gefällt. Und Rangaufstieg, cool. Cool. Dann auf zur nächsten Starthand. So, die nächste Starthand. Unser nächster Gegner, Lukas Check. Gegner darf zuerst anfangen. Das wird jetzt da wahrscheinlich nicht so der Aggro-Start. Aber vorher bestimmen. Wir behalten es einmal. Wenn wir rotes Mana ziehen, ist gut. Oder wäre es vielleicht der Mulligan gewesen? Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ja. Rotes Mana ist gut. Verschneiter Spontanzauber. Falls du drei. Achso, also ich habe ja gar keine verschneiten. Ich habe nur ein verschneites Land. Dann mache ich immer nur 2 Schaden, aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Was werfen wir denn da ab? Weiß oder rot? Oder vielleicht gar nichts? Wir werden die Zusammenkunft der Krieger werden wir abwerfen. Unheilbringer. Ja, ist glaube ich eh besser. Okay, ja. Das geht auf jeden Fall. Und den Zug beenden.
Füg die, falls eine Riesenquelle, die du kontrollierst, eine bleibende Karte oder einem Spieler Schaden zufügt, sie. Okay. Ja, das ist nicht so toll. Bemannen 3, okay. Falls eine Riesenquelle, die du kontrollierst, fügt sich stattdessen doppelt so viel zu. Land kann ich hier kein Spiel. Was ist jetzt? Wenn der Passar ins Bild kommt, fügt er einem Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich der höchsten Anzahl. Okay. Vier, fünf, 10, 13, 14, 15. Yes! Zweites Match gewonnen! Boah! Ist ja geil! Dann nächste Starthand. So, ich darf wieder zuerst anfangen. Sehr cool. Und ja! Kann man auf jeden Fall halten. Die kann man auf jeden Fall halten. 10 Beben bringen. Habe ich den heute schon mal gehabt? Nein, habe ich noch nicht gehabt. Deine Gegner können keine Lebenspunkte dazu erhalten. Oh, Gegner spielt auch rot. Aber das macht nichts. Komm, spiel eine. Jawohl. Es macht nichts. Es sind nur 3 Schaden. Oh mein Gott. So.
Ja, zieh mal eine Karte, oder? Hätte ich gesagt. Dann machen wir da mal Schaden. Den verteilen wir. Habe ich schon ein Land gelegt? Anscheinend. Ja, dann werden wir den Riesen legen. Hm? Mal keinen Angriff. Den Riesen. Ich hoffe, er ballert man nicht weg. Ah, da. Keine Blocks. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Vorherbestimmen XX. Okay. Na, machen wir auch Vorteil, ha? Das Handeln, ja, Vorteil. Okay. So, zwei Schaden. Ich kontrolliere schon einen Riesen, oder? Genau. Kostet drei weniger. Dann machen wir das. Was ist da los? Ist Boros echt so cool und so arg stark? Schauen wir zur nächsten Starthand. So, Liao Liang, unser Gegner. Ich darf zuerst wieder anfangen. Neues. Es fehlt zwar weißes Mana, aber... das werden wir schon irgendwie hinkriegen, wenn wir das einmal verteilen, also vorherbestimmen. So, geht schon. Liao Liang, unser Gegner. Schwarz.
Was werden wir da vorher bestimmen? Eigentlich ist es egal. Okay. Wirft jeder Gegner eine Karte ab, verdammt. Ja, ich hätte Frostbite vielleicht zuerst. So dumm. Ich habe nämlich geglaubt, der kriegt nämlich nur eine Marke, aber der kriegt ja zwei 1-1 Marken drauf. Oder sind die nur bis zum Ende des Zugs? Na, leider nicht. Shit. Holen wir uns einmal zwei Lebenspunkte zurück. Keine Handkarten mehr. Ich habe keine Handkarten mehr. Das ist blöd. Ah, das braucht natürlich wieder mehr Mana. Tja. Einmal ablehnen.
Nein, das wird nicht mehr ein Top-Deck-Spiel. Schauen wir mal. Dragoa. Aber wenn es so weitergeht, wäre ich schon sehr zufrieden. Bam, bam. Zug beenden. War nur Landkarte. Landkarte. Mana-Karte. Zug beenden und das ist ein Mono Black Deck, was der Gegner spielt oder nur Sümpfe. Ah na, da. Puh. Spielt auch ein Wald, was Grünes, Golgari. Yes! Org. Ein Hammer Deck, oder? Coole Sache. Dann. Gleich zum nächsten Match, oder? Zum nächsten Game. So, nächste Hand, Starthand. Ja. Gegner darf zuerst anfangen, aber Mulligan bei 4 Startländern. Ja, nicht so gut. Die macht eigentlich nur Lebensverknüpfung. Die muss da mal drauf. Angreifen, nö. Krieger.
Irgendwie laggt das Spiel gerade. Was ist da los? Warum tut es das? Gehen wir den Zug einmal ab. Der hat nur Lebensverknüpfung, der macht Schaden, 3. Vier weiße Engel. Hotelkarten, okay. Keine Ahnung, ob das jetzt gut war oder nicht. Hornbräu, spielt man trotzdem. Mach einen Angriff. Aktivieren wir seine Fähigkeit. Ups. Ach ja. Er funktioniert ja anders, denn okay, das hätte ich nicht machen sollen. Ja, so kann es halt auch laufen. Ja, hoffentlich kackt man das Spiel jetzt noch nicht ab.
Es wird immer schlimmer. Das legt sich da weg. Ganz schön. Ich mache jetzt 15, 17, 19, 21 Schaden. Schwierig jetzt dafür einen Gegner, hm? Schwierig für einen Gegner zu sagen, was er jetzt da machen soll. Eine Kreatur erhält Doppelschlag. Puh. So, einmal muss, einmal noch. Das Coole ist ja, die haben wir Vigilance, sogar Wachsamkeit. Bitte, ich hoffe, das Match ist bald vorbei. Lege eine 1-1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die kommt und kämpft die Kreatur gegen bis zu einer Kreatur. Dann hat er 6-6 ganz einfach, ne?
Habe ich jetzt noch eine Aura-Karte oder Ausrüstungskarte? Bin mir nicht sicher. Aber eigentlich egal. Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Keine Lebenspunkte. Ja. Nächster Sieg, coole Sache. Dann schauen wir uns die nächste Starthand an. So, das Sleepy ist unser Gegner. Du hast schon Platinum im Draften. Cool. Ich darf aber zuerst anfangen. Zwei Mana. Jo. Warum nicht? Zwei Mana, warum nicht? Ganz schön viel Removal auf der Hand. Zug beenden. Nice. Eins, zwei, drei, vier Mana. Artefakte und Verzauberungen, die du wirkst, kosten beim Wirken eins weniger. Fliegend. Ein Ball haben wir auch noch runter. So ein Spontanzauber, aber. Wenn man Riesen kontrollieren. Ja, okay. Nice.
Oh no, okay. Ausgerüstete Kreatur erhält. So funktioniert das. Okay, käme ich aus. So ist es. Einmal keinen Angriff. Man muss ja nicht immer angreifen. Was bist du? Immer wenn eine andere nicht... Okay. Okay. Ah, genau, mein Schadenspunkt, verdammt. Aber rechnen sollte man können. Der Zwergenhammer. Ah nee, schicke. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Mana verteilen, heißt zwei sind es nicht mehr fünf.
Okay. Ach Gott, okay. Hätte ich doppelblocken sollen. Okay, habe ich ja nichts mehr. Ich, jo. Jetzt macht er mich kaputt wahrscheinlich. Kein Angriff. So, bin dumm. Die haben ja. Oh mein Gott, die haben ja Vigilance.
Gut. Ach. Das ist dumm gelaufen. Das ist dumm gelaufen. Aber macht nichts. Schauen wir uns gleich das nächste Match an. So, der Gegner, Tim Madflip, darf zuerst anfangen. So, wir haben da einmal vorher bestimmen. Behalten wir uns die Starthand. Ey, wir haben schon 5 Siege. Coole Sache. Mehr warten noch super. Mehr Siege. Also mir gefällt Kaltheim sehr gut. Sau kompliziert zum Spielen. Manchmal weiß ich gar nicht, manchmal mache ich so viele Fehler. Manchmal mache ich so viele Fehler und weiß nicht warum. Nee, das wird kein Block. Weg ist weg. Weg ist weg. Den Plünderer ablehnen. Und
Fortellen die Karte. Und dann ziehen wir noch eine Karte. Und dann spielen wir noch eine Karte. Dann lass meinen Gegner spielen. da liegt eindeutig zu viel am Feld. Da liegt eindeutig zu viel am Feld. Und Lulu, eine Handkarte hat er noch mehr. Ich weiß nicht, ob ich was im Deck habe oder nicht. Das habe ich mir fast gedacht. Ist das? Das ist eine Verzauberung. Aura und oder eine Ausrüstungskarte. Okay. Na, das ist eine blöde Karte.
Ach nee. Wo sind das wieder? Kommt jetzt mal ein Angriff? Kein Angriff? Was macht eine beliebige Anzahl an Gestalten? Ja, okay. Lass mich das einmal lesen. Keinen Angriff. Zug beenden. Basis und Widerstandskraft 4. Kommt jetzt ein Angriff oder nicht? Bestimme. Bestimme bis zu einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl, jede Kreatur mit Stärke 4 oder mehr, die du kontrollierst, fügt die herbleibenden gratis Schadenspunkte. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Die Kreatur mit Stärke 4 oder mehr, die du kontrollierst. Bestimme bis zu einer Ordnung. Jede Kreatur mit Stärke 4 oder mehr, die du kontrollierst, fügt jener bleibenden Karte Schadenspunkte in ihre Stärke zu. Jetzt. Ah! Warum nur?
Dämonen, Berserker, Krieger, Engel, Berserker, Riese, Krieger, Krieger. Gott, das ärgert mich noch immer. Das ist so ärgerlich. Oh no. Noch einmal Hellsicht, bringt das jetzt überhaupt noch was? Oder ist er nicht schon tot? Fünf, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Das war ein gutes Spiel, vor allem mit dem Fehler von vorhin. Krass, echt krass, puh. Gut, dann kommt glaube ich jetzt der Endgegner. Nächste Starthand. So, unser Gegner IT0819 darf zuerst anfangen. Und wir behalten diese Hand.
Wir behalten uns diese Hand. Wäre vielleicht besser gewesen, das zuerst zu vertellen, oder? Okay. Spielen wir unsere Hexerei aus mit unseren kleinen zwei Zwergen-Berserkern. Doppelschlag. Zwerg-Berserker. Shit. Oh no. Das war... Das ist halt die Frage. Berserker, oder? Keine Ahnung. Es war wieder blöd. War ein bisschen dumm, aber ja. Voll Ork.
Die Karte ist unglaublich. Ich glaube, man nennt das broken. Huh? Die Karte ist wirklich broken. So, wenn ich jetzt dann... Ich habe genug Mana eigentlich, gell? Keine Blocks. Okay, ich glaube, das Spiel haben wir auch gewonnen. Ah, das ist ja echt arg. Das ist so arg. Ach ja. So arg. Na gut. Endgegner besiegt. Alle 7 Siege. 7-1, das habe ich auch noch nicht geschafft. Bis jetzt immer nur 7-2 Spiele gespielt, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ist egal. Mir haben alle Spiele sehr gut gefallen. Ich habe zwar trotzdem einige Fehler gemacht. Und das schaue ich mir dann im Nachhinein noch einmal an, wie was waren. Man muss ja noch immer kennenlernen, das Kaldheim. Ich spiele es jetzt dazu. Das ist mein vierter Draft jetzt mit Kaldheim. Und jetzt dann packen wir die Booster-Packerln aus. Holen wir uns einmal den Preis ab, 2200 Gems. 6 Booster-Päckchen. 6 Booster-Packerln. Soll ich die wirklich alle aufmachen? Das ist sogar ein Haupt-21-Set dabei. Ja, na machen wir drei Booster-Packerln auf. Das passt dann schon, oder? So, verhächtlicher Hieb. Einmal Jarl der Vergessenen. Wurzeln der Weisheit, Sarulfs Rudelmitglied, instabiler Fjord, Doppelland, eine nicht ganz häufige Wildcard, einmal Invasion der Riesen und, was ist da los wieder, Erwecken der Trolle, cool. Dann machen wir noch eins auf, ich glaube drei Boosterpacker müssen wirklich reichen. Schwingen des Kosmos, Dunstschreiter, maskierter Vandale, furchtloser Welpe, wieder instabiler Fjord, Eisfesselpfeiler, dann Rückkehr mit der Flut, eine Hexerei, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück, falls es ein Elf ist, erzeuge 2 1-1 grüne Elfkrieger Kreaturspielsteine mit Vorherbestimmung. Ja, warum nicht? Und eine seltene Wildcard, geil, cool. Und dann noch einmal ein Booster-Packerl. Und schau mal, furchtloser Welpe wieder, Grieselvorreiter. Wolfsführer aus Kafell, göttliche Anrufung, Draugr-Anwerberin, Eger die Frostflamme, immer Sturmschädelhaufen und eine sagenhaft seltene Wildcard, coole Sache. Gut, also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Matches gefallen haben, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da, gebt mir halt ein Like. Und abonniert mich vielleicht, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Es kommt mindestens einmal in der Woche, also meistens freitags, ein Draft-Video von mir raus. Und ansonsten würde ich jetzt so sagen, werde ich jetzt mal was essen gehen, weil ich habe einen mega Hunger. Bei mir ist es nämlich 2:30. Und ja, ich wünsche euch dann halt noch einen schönen Tag. Und bis bald. Genau, die Tierliste von Solaris, die verlinke ich euch natürlich auch in die Videobeschreibung, damit ihr die auch verwenden könnt. Und ja, schaut beim Solaris auch einmal vorbei. War jetzt wirklich super, das ist ein echt cooler Typ. Und auf Twitch und auf YouTube. Und ja, jetzt wurscht, egal. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Baba und pfiat euch.